August sind wir uns das erste Mal begegnet und da habe ich ihn kennengelernt. Und ich liebe ihn. Pascal leidet am Tourette-Syndrom. Zu Beginn seiner Therapie im Bezirkskrankenhaus Bayreuth verhilft ihm Therapiehund Murphy zu einem leichteren Start. Hier in der Klinik wird er viel als Brückenbauer einfach eingesetzt. Ganz oft ist es der erste Kontakt zum Patienten. Ganz oft wird er aber auch eingesetzt, wo vielleicht wir Menschen nicht mehr weiterkommen, weil der Patient schwer traumatisiert ist, viele negative Erlebnisse mit Menschen einfach gemacht hat, der vertraut sich dann dem Hund eher an. Seit 8 Jahren schon ist Murphy im Rahmen der tiergestützten Therapie im Einsatz. Die Erfahrungen mit ihm sind so gut und der Bedarf so groß, dass nun 2 weitere Hunde ausgebildet werden. Der Kontakt mit Hunden also spielt sich eben hier und jetzt ab. Und die Vergangenheit, die für viele unserer Patienten also hochproblembeladen ist, spielt null Rolle. Und das eröffnet natürlich also vielen Patienten irgendwie in ganz unmittelbarer Weise und dann auch noch auf so einer also schwerpunktmäßig also nicht sprachlichen Ebene also Zugang zu Emotionen, die ansonsten so nicht so leicht sichtbar also werden. Der ärztliche Direktor der GEBO züchtet Bearded Collies, die sich aufgrund ihres Wesens besonders gut für die Arbeit als Therapiehund eignen. Der 2-jährige Quino steckt bereits in der Ausbildung. Der 10 Monate alte Leo wird gerade spielerisch herangeführt. Mit Murphy habe ich diese große 1-jährige Ausbildung am Institut durchlaufen. Da ich das schon habe, da ich eben schon einen ausgebildeten Therapiehund habe und mit ihm schon mindestens 3 Jahre Berufserfahrung habe, kann ich mir einen oder zwei beliebig viele weitere Therapiehunde ausbilden, muss eben nicht mehr diese Seminare machen, weil man davon ausgeht, das weiß ich schon. Und wenn ich dann sage, okay, wir sind jetzt soweit als Team, als Therapiehundeteam, dann kommen sozusagen von dem Institut welche in die Klinik und nehmen diese ganz normalen Prüfungen ab, die auch er ablegen musste. Die Anforderungen an die Therapiehunde sind groß, schon allein aufgrund der Bandbreite an psychischen Erkrankungen, die in Bayreuth behandelt werden. Sie müssen eigentlich jeder Kontaktsituation gewachsen sein. Es gibt jemanden, der ist ängstlich, zurückhaltend. Es gibt aber jemanden auch, der ist irgendwie völlig überschwänglich, euphorisch, motorisch ungelenk, stürzt auf das Tier zu. Also das ist schon eine ziemliche Anforderung. Hunde hinterfragen nicht und lösen deshalb auch keinen Stress aus. Für Pascal bedeutet das wesentlich weniger Ticks, wenn er mit Murphy zusammenarbeitet. Ich kann mehr entspannen und ich sein. Bei Tieren muss man sich nicht verstellen. Das sind ehrliche Tiere und da kann man einfach so sein, wie man ist. Wenn man traurig ist, das merken sie. Wenn es einem gut geht, merken sie. Wenn es einem richtig schlecht geht, merken die. Da braucht man sich nicht verstellen. 1 Jahr dauert die Ausbildung, dann sind auch Quino und Leo so beliebte Therapiehunde wie Murphy.